Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des XXL Helden Podcasts. Und heute habe ich mal etwas Neues ausprobiert, beziehungsweise die Leute, die bei mir in der Facebook-Gruppe sind. Das ist eine Facebook-Gruppe für Leute über 100 Kilo und für Leute, die mein Buch gekauft haben. Die wissen, dass es jeden Sonntag einen Livestream gibt. Jeden Sonntag um 17 Uhr. In der Gruppe, also da gehe ich dann live und die Leute können mir Fragen stellen. Wir haben ein Gespräch, ein interaktives, ich kann Kommentare beantworten und so weiter. Und ich spreche immer über ein paar zentrale Themen, die ich ansprechen möchte. Oftmals auch sowas wie Selbstwertgefühl oder auch natürlich mal sowas wie Lebensmittel, Ernährung, Sport und so weiter. Und ja, wir treten einfach viel in Kontakt und man kann mir Fragen stellen, die ich auch dann beantworte live, per Video und so weiter. Und die Aufnahme vom letzten Sonntag, da habe ich mir gedacht, das war für mich eine wichtige Botschaft, die ich mit viel mehr Menschen teilen möchte. Und deshalb habe ich mich entschieden, heute mal in dieser Podcast-Episode den Livestream vom Sonntag, der war eine Stunde lang, keine Angst, den bekommt ihr jetzt nicht in voller Länge zu hören. Ich habe mich dazu entschlossen, die wichtigen Stellen aus dem Livestream hier als Podcast mal zu veröffentlichen. Denn ich denke, da können sehr viele Leute etwas mitnehmen. Denn ich habe über Themen gesprochen, beispielsweise, warum passiert das ständig, dass man, wenn es eine Zeit lang gut läuft und dann einmal in Anführungsstrichen schwach wird, warum verurteilt man sich dann sofort? Warum ist man dann direkt so sehr harsch mit sich, so geht mit sich selbst sehr stark in die Kritik, obwohl man ja eigentlich super schon 5, 6 Kilo oder so abgenommen hat? Das beobachte ich nämlich ganz häufig, dass Leute wirklich fast am Boden sind mit ihrem Selbstwertgefühl, nachdem sie einmal schwach geworden sind und sich verurteilen und solche Dinge sagen wie, ich hasse mich. Das habe ich jetzt so häufig beobachtet, auch teilweise in meiner Facebook-Gruppe, dass ich mir dachte, dazu muss ich mal etwas sagen und das ist ein wichtiges Thema, das vielleicht nicht genügend angesprochen wurde bisher. Und deshalb habe ich einen Livestream gemacht, in dem ich das auch näher thematisiert habe. Und wie gesagt, die wichtigsten Ausschnitte von diesem Livestream hört ihr hier jetzt. Ihr müsst auch nicht keine Angst haben, dass ihr hier irgendwas verpasst. Der Livestream war ja mit Bild, aber das bin nur ich quasi, der vor der Kamera redet. Das heißt, da habe ich nichts Wichtiges gezeigt oder sowas. Das heißt, das kann man auch ohne Probleme sich einfach anhören. Ihr hört also gleich den Audioausschnitt von diesem Livestream über genau diese Themen, wie ich angesprochen hatte. Letzte Anmerkung, bevor es losgeht. Es kann mal sein, dass ich in dem Livestream sowas sage wie, ich guck mir mal kurz die Kommentare an oder sowas. Das kann man dann natürlich ignorieren, denn wie gesagt, in dem Livestream kann man ja miteinander interagieren. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr gleich sowas vielleicht hört. Das war's aber hier mit der Einleitung und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Livestream-Mitschnitt. So viel zum Organisatorischen. Leute, heute Thema, wichtiges Thema, unfassbar wichtiges Thema, das ist positives Denken. Das ist positives Denken. Das ist so wichtig wie nichts anderes, wirklich. Ihr werdet ja auch, ihr habt bestimmt gemerkt, in meinen E-Mails, die ich euch schicke oder im Podcast, da geht es gar nicht so sehr darum, um Ernährung und Sport, denn wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle wissen, wie das funktioniert. Wir alle wissen, was wir eigentlich essen sollten und so furchtbar schwierig ist diese Thematik gar nicht. Viel wichtiger ist nämlich, was in eurer Rübe hier passiert, was in eurem Kopf vorgeht, wie ihr selber über euch denkt, wie ihr über Geschehnisse denkt und all das, was euch passiert. Wenn ihr positiv denkt, Optimismus ist eine der gesündesten Charaktereigenschaften, die man haben kann. Und mit Optimismus fällt alles leichter. Darüber werde ich gleich noch ein bisschen sprechen und ganz wichtig nochmal, weil ich das nämlich ganz häufig sehe hier in der Gruppe, solche Dinge wie, was mache ich, wenn ich einen Essanfall hatte? Was mache ich dann? Wie gehe ich damit um und warum mache ich mir die ganze Zeit selbst Vorwürfe? Das hat nämlich ganz viel mit positivem Denken zu tun. So, ich gucke nochmal ganz kurz Kommentare und danach werde ich vielleicht wieder in der Redeschwall verfallen, ich weiß es noch nicht. Freut mich das. Also den meisten gefällt der Haarschnitt. Ja, Vivian, ich werde immer rot. Ich bin von Natur aus rot, aber jetzt noch mehr, das stimmt wohl, ja. 4,5 Kilo in 14 Tagen, das ist wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Toni. Okay, Leute, also das habe ich jetzt wirklich sehr häufig gesehen. Diese Beiträge häufen sich und ich kann das auch verstehen, dass Leute irgendwann gefrustet sind. Sie nehmen viel ab und dann haben sie vielleicht mal irgendwie sogar einen Plus auf der Waage oder sowas. Und sind danach enttäuscht von sich und wissen nicht genau, was sie machen sollen und futtern weiter und wissen einfach nicht, wie es weitergeht und die Welt ist auf einmal untergegangen. Zuallererst möchte ich einmal sagen, ein Plus auf der Waage heißt gar nichts.
wenn ihr euch an den Podcast von mir erinnert, zur Waage, was ich gesagt habe, wie man seinen Fortschritt idealerweise misst, wie das funktioniert, welche Messinstrumente man nehmen sollte, dann wisst ihr schon, die Waage alleine ist nie aussagekräftig. Die Waage ist aussagekräftig für eine Langzeittendenz. Eine Waage sagt dir etwas über ein oder zwei Monate aus, aber nicht über einzelne Tage und auch nicht zwingend über Wochen. Bei all den Leuten, die sagten, dass sie vielleicht mal 200 Gramm zugenommen haben und vielleicht die Woche darauf auch nochmal 300 Gramm zugenommen hatten, die hatten dann in der Woche 3 auf einmal eine Abnahme von 2 Kilo oder sowas. Und dann ist das durchschnittlich wieder pro Woche, hat sich das ausgelotet. Ja, das ist dann ganz normal. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten, wenn ihr euch wiegt. Eine Waage sagt euch etwas über lange Zeit aus. Eine Waage ist ein Instrument für Langzeitergebnisse, aber nicht für Tagesergebnisse und auch nicht für Wochenergebnisse. Es ist komplett normal und es ist sogar wahrscheinlich, dass ihr manchmal, wenn ihr euch an die Ernährung haltet, Sport macht, dass ihr am nächsten Tag mehr wiegt. Und kann auch sein, dass es mal in der Woche darauf passiert, dass ihr dann, ja, an einem Tag wiegt ihr so und so viel und eine Woche später wiegt ihr vielleicht sogar mehr auf der Waage. Das heißt aber überhaupt nichts, denn die Waage zeigt nur an, wie viel ist das alles, was ihr mit euch rumschleppt. Unterscheidet nicht zwischen Körper, Fett, Wasser und so, unter Fett, Muskulatur, Wasser und so weiter. Das immer im Hinterkopf, ich weiß, das ist schwierig. Ich weiß, das ist nicht angenehm, wenn man einen Plus auf der Waage sieht, obwohl man sich an die Vorgaben gehalten hat. Aber das immer im Hinterkopf behalten. Die Waage ist ein Langzeitinstrument. Ihr könnt am besten die Waage so benutzen, indem ihr Monat 1 und Monat 2 vergleicht und dann einen Durchschnitt pro Woche bildet. Aber wenn ihr euch ein Wochenergebnis über die Waage definiert und euch daran haltet, werdet ihr sehr schnell frustriert sein oder übereuphorisch. Ich habe das mal in einem Podcast erwähnt, zum Beispiel habe ich gesagt, so könnte ein Gewichtsverlauf aussehen nach 5 Wochen. Erste Woche minus 3,6 Kilo, zweite Woche minus 2,3 Kilo, dritte Woche minus 700 Gramm. Vierte Woche plus 200 Gramm, fünfte Woche plus 300 Gramm. Wenn man das jetzt mal alles zusammen addiert und dann über die Woche einen Durchschnitt bildet, dann kommt ungefähr raus, ich weiß jetzt nicht genau, ob das genau stimmt, 1,5 Kilo die Woche oder sowas. Aber wenn man sich die letzten beiden Ergebnisse isoliert anschaut und die ersten drei isoliert anschaut, dann ist man entweder zu euphorisch oder zu enttäuscht. Aber es muss der Durchschnitt betrachtet werden. Ja? Das heißt, Schritt 1, wenn ihr enttäuscht von euch seid über Wiegeergebnisse, dann nicht den einzelnen Tag beobachten oder die einzelne Woche, unbedingt immer den Durchschnitt betrachten. Es ist wahrscheinlich, dass ihr dann die Wochen davor sehr viel abgenommen habt oder die Wochen danach sehr viel abnehmen werdet, wenn ihr mal einen Plus auf der Waage habt. Das ist das allererste. Das müsst ihr euch in die Rübe hämmern und euch immer daran erinnern, wenn ihr auf die Waage steigt. Okay, das ist jetzt ein Teil von zum Beispiel 4 Wiegeergebnissen, die ihr euch im Durchschnitt anschaut. Und gleich komme ich darauf zu sprechen, ganz explizit, warum das passiert, dass ihr Essanfälle habt und dass ihr euch dann so enttäuscht von euch seid. Komme ich gleich darauf zu sprechen. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz nochmal in die Kommentare, gucke mal, ob da ein paar Fragen gekommen sind oder so. Ich habe so aus dem Augenwinkel gesehen, es sind relativ viele Kommentare dazugekommen. So, hier mache ich nochmal einen ganz kurzen Einschnitt. Ich hatte jetzt nach diesem Einspieler, nach diesen 5 Minuten hier gerade ein paar Fragen beantwortet. Die habe ich jetzt rausgeschnitten und mache jetzt weiter mit dem Thema auch geistige Weiterbildung, inwiefern das wichtig ist für das Abnehmen. Viel Spaß dabei. Warum ist das so, dass man jetzt nach so einem Essanfall oder nachdem man vielleicht sogar viel abgenommen hat und dann mal ein Kilo zugenommen hat oder dass man auf einmal nach 2 Wochen strenger Ernährung einmal Schokolade gegessen hat, dann von sich enttäuscht ist. Warum ist das so? Leute, ihr müsst eins verstehen. Es ist unmöglich, und ich wiederhole, es ist unmöglich, dass ihr euer Ziel erreicht, euer Wunschgewicht erreicht. Das geht nicht, ohne einen Rückschlag zu haben, rückfällig mal zu werden. Das ist unmöglich. Das verläuft niemals in einer geraden Linie. Ihr werdet immer, 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 immer mit Rückschlägen zu kämpfen haben. Ist auch mir passiert. Als ich damals abgenommen habe und nach irgendwann auf 70 Kilo war, ich habe auch nochmal wieder auf 90 Kilo zugenommen. Ich habe dann wieder abgenommen und dann ist mir auch nochmal kurz wieder passiert. Und jetzt mittlerweile, da bin ich jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich sage, jetzt habe ich volle Kontrolle über meinen Körper, über mein Essverhalten, kann ich alles selbst bestimmen. Aber bei mir ist das genauso passiert. Ich bin auch rückfällig geworden, war mir enttäuscht von mir. Einsicht Nummer 1, das passiert jedem. Es ist unmöglich, dass ihr von A nach B gelangt, ohne nicht ab und zu mal in den Graben zu fallen. Ja? Es ist niemals eine lineare Strecke nach oben. Ja? Der Weg beim Abnehmen, der verläuft nicht so, sondern eher so. Ja?
Immer hoch und tief. Es gibt's immer. Erstmal, das ist ganz menschlich. Und dann will ich dazu nochmal wiederholen, was ich letzte Woche gesagt habe. Und das ist der Spruch, never fail twice in a row. Auf Englisch, never fail twice in a row. Zu Deutsch, versage niemals zweimal hintereinander. Und wenn ich euch jetzt sage, dass das menschlich ist, dass das passiert, dass man Rückfälle hat, dass das nun mal menschlich ist, das ist unmöglich, dass das nicht passiert, dann habt einfach diesen Spruch im Hinterkopf, never fail twice in a row. Es wird so oder so passieren. Was wichtiger ist, was viel wichtiger ist, ist, dass ihr einfach nicht am Tag darauf wieder dasselbe macht. Dass es passiert ist, das ist nicht das Problem. Ein Essanfall ist nicht das Problem oder sich zu verurteilen ist nicht das Problem. Einmal in die Schokolade gebissen haben, zu haben ist nicht das Problem. Einmal nicht standhalten können war nicht das Problem. Viel wichtiger ist, wie ihr darauf reagiert. Jetzt ist das vermutlich zum Beispiel passiert, das lese ich häufiger in der Gruppe, die Leute nehmen auch gut ab, sie halten durch, aber sie haben ständig irgendwie so Angst im Nacken, dass sie ja schwach werden könnten. Und Leute, wenn ihr Angst davor habt, dann wird das auch passieren. Angst macht dick, das ist so. Angst macht dick. Wenn ihr die ganze Zeit Angst davor habt, dass ihr wieder zunehmen könntet, dass ihr wieder rückfällig werden könntet, dann habt ihr das ständig im Kopf und dann wird das auch passieren. Ihr müsst da wirklich an euch glauben und auch positiv denken. Das ist das Thema ja heute. Ihr müsst da positiv denken. Wenn ihr die ganze Zeit Angst habt, dann wird auch genau das passieren, wovor ihr Angst habt. Wenn ihr euch darauf konzentriert, aber wie wunderbar die Reise ist, ja, wie viel Gewicht ihr verlieren werdet, wie gesund ihr seid, wie wunderbar ihr aussehen werdet, wie viel weniger Schmerzen ihr haben werdet, wie viel weniger Medikamente ihr nehmen müsst. Wenn ihr euch darauf fokussiert, dann werdet ihr auch weniger oft schwach. Was passiert jetzt, wenn es trotzdem mal passiert ist? Was macht ihr dann? Dann müsst ihr immer realisieren, das ist passiert. Ihr könnt jetzt nicht auf einmal die Schokolade wieder rausholen. Ja, das funktioniert nicht. Das ist passiert. Ihr könnt an der Vergangenheit nichts ändern. Viel wichtiger ist, wie ihr darauf reagiert. Wie reagiert ihr darauf, dass das passiert ist? Denn das ist etwas, was ihr noch selber verändern könnt. Die Reaktion, die könnt ihr verändern. Darauf habt ihr noch Einfluss. Dass es passiert ist, daran könnt ihr nichts mehr ändern. Was ihr ändern könnt, ist, wie ihr darauf reagiert. Ihr könnt jetzt darauf reagieren, indem ihr euch selber fertig macht, euch Vorwürfe macht und glaubt, ihr seid ein Versager oder was auch immer. Oder ihr sagt, ja, ist ja passiert, das ist menschlich, morgen mache ich wieder weiter. Denn never fail twice in a row, niemals zweimal hintereinander versagen. Dass es einmal passiert, ist gar kein Problem. Der Essanfall ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie ihr danach mit euch selbst redet. Was für Selbstgespräche führt ihr danach? Was für Selbstgespräche führt ihr, nachdem das passiert ist, mit euch selbst? Das ist das wirklich wahre Problem. Und ich muss leider sagen, das ist eine Beobachtung von mir, das passiert bei Frauen viel häufiger, dass sie sich danach wirklich fertig machen, dass sie sich wirklich niedermachen selbst und kein gutes Wort mehr für sich übrig haben. Das war letztens noch der Beitrag, da habe ich auch drunter kommentiert, wo eine Dame sagte aus der Gruppe, ich weiß leider nicht mehr wer, tut mir leid, sie sagte, sie hätte seit 8 Wochen oder sowas schon 10 Kilo abgenommen, sie fühlt sich gesünder und gestern hat sie irgendwie eine Tafel Schokolade gegessen. Und dann ist auf einmal die Welt untergegangen. Oh Gott, nein, jetzt ist die Welt untergegangen. Ich habe eine Tafel Schokolade gegessen. Schokolade ist wunderbar. Schokolade gehört zu einem normalen Leben dazu. Und das wird jedem passieren. Das ist ganz normal. Du hast jetzt nur, die Frage ist jetzt nur, worauf willst du dich konzentrieren? Du hast 10 Kilo abgenommen in 8 Wochen und jetzt hast du einmal in die Schokolade gebissen. Was davon hat denn mehr Gewicht für dich? Was davon ist denn wichtiger? Natürlich, dass du schon 10 Kilo abgenommen hast, das ist doch wunderbar. Warum entscheidest du dich, der Schokolade so die Macht über dich zu geben? Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn ihr so einen Essanfall habt, Leute, das ist nicht das Problem. Das ist wirklich nicht das Problem. Das Problem ist, wie ihr danach zu euch selber sprecht. Was für Gedanken ihr habt. Was ihr euch selber einredet. Was für Glaubenssätze ihr festigt. Denn wenn ihr einen Essanfall hattet und euch dann einredet, dass ihr eine Person seid, die sowas häufiger hat, die schwach ist, die süchtig ist nach Zucker oder sowas. Wenn ihr euch das die ganze Zeit einredet, dann verfestigt ihr diesen Glaubenssatz und dann wird das auch weiterhin passieren. Die richtige Reaktion ist also zu sagen, ist passiert, hake ich ab, morgen geht's weiter, denn ich mache es einfach nicht zweimal hintereinander. Ihr könnt das, ich verstehe das auch teilweise gar nicht. Das ist so, das sehe ich ganz häufig bei Leuten, dass sie sich selbst nicht so behandeln, wie sie gerne behandelt werden würden oder wie sie andere behandeln würden. Würdet ihr eurem Hund irgendwie fast abgelaufenes Essen kaufen, das irgendwie gerade zufälligerweise günstig ist? Würdet ihr eurer Großmutter irgendwie nicht das Beste, die besten Nahrungsmittel kaufen? Wollt ihr nicht, dass es diesen anderen Leuten, diesen anderen Tieren gut geht? Natürlich wollt ihr das.
Aber ganz häufig ist das so, dass wir bei uns selbst Abstriche machen. Bei uns selbst ist das nicht so schlimm, wenn wir da mal Fleisch kaufen, das kurz vor Verfallsdatum ist, weil das dann günstiger ist. Ja, bei uns selbst ist das nicht so schlimm, wenn es halt das günstige Proteinpulver ist. Bei uns selbst ist das nicht so schlimm, wenn man halt, ja, was weiß ich nicht was, ja, irgendwie, keine Ahnung, die Reste noch aufisst oder sowas. Bei uns selbst ist das irgendwie nicht so schlimm. Aber ihr tut euch selbst damit dann nachher nichts Gutes. Ihr kümmert euch dann nicht um euch selbst. Wenn ihr euch diese ganzen zerstörerischen Selbstgespräche gebt, ja, wenn ihr die ganze Zeit darüber redet, was in eurem Kopf abgeht, was eure Gedanken sind, dass ihr ein Versager seid oder sowas, dann kümmert ihr euch nicht um euch selbst. Das ist dann quasi so, als würdet ihr eurem Hund abgelaufenes Essen geben. Das macht ja auch niemand. Entschuldige für den Atemgerät hier, es war wahrscheinlich gerade laut, aber jetzt bin ich gerade mal, das musste gerade alles mal raus, das war jetzt alles in meinem Kopf und ich sehe, ihr habt eine Menge Kommentare geschrieben. Da schaue ich mich nochmal um, was ihr da alles geschrieben habt und nachher geht es nochmal weiter. Ich habe noch eine Sache, die ich ansprechen wollte, die ich super wichtig finde. Also nachher kommt auf jeden Fall nochmal ein wichtiges Thema und Leute, das ist ein Konzept, das müsst ihr unbedingt verstehen. Das werde ich auch in der zweiten Auflage von Klick im Kopf ganz stark thematisieren. Die zweite Auflage wird sowieso, das wird ein komplett neues Buch. Da werde ich nur über, also viel mehr über solche Themen reden. Rede gleich noch über Identitätenwandel und das ist wichtiger, als ihr glaubt. Wirklich, abnehmen ist nicht nur eine körperliche Veränderung, abnehmen ist auch eine geistige Veränderung. Ganz wichtig, abnehmen ist nicht nur eine körperliche Veränderung, abnehmen ist auch eine geistige Veränderung.